Hast du auch ein Skoda Fabia 5J ohne DAB bereits integriert oder irgendein anderes Fahrzeug oder noch kein DAB in das Fahrzeug eingebaut worden ist? Das ist ja verrückt, dass es sowas noch gibt, weil jetzt ist ja DAB voll auf dem Vormarsch. Ihr habt so geile Sender und wir wollen das einfach so gut wie möglich in möglichst alle Fahrzeuge integrieren und dafür gibt es DAB plus U von Denshin und wir zeigen euch jetzt, wie man in diesem Fahrzeug auch bei anderen Fahrzeugen DAB plus U über den USB-Anschluss des Autoradios bock easy nachinstalliert. Leute, DAB plus jetzt im Skoda Fabia nachrüsten. Ich zeige euch in diesem Video ganz konkret, wie die Installation vor sich geht. Wir bauen ein die DAB Blackbox, ja, die verschwindet unten drin. Wir haben die Software für den Skoda Fabia bereits komplett hier aufgespielt. Ihr braucht keinen PC mehr, um irgendwas zu machen. Alles von uns erledigt. Das USB-Kabel verlegen wir hinter den Verkleidungsteilen vom Skoda Fabia. Und wir rüsten eine DAB-Scheibenantenne nach, damit wir auch erstmal DAB empfangen können. In diesem Video zeigen wir euch auch parallel immer Montagehilfsmittel, um das optimalst einzubauen. Und wir haben hier ein spezielles Montage-Kit für euch vorbereitet, was es normalerweise optional zu dem Modul dazu gibt zum Einbauen. Und wie ihr kostenlos an dieses Installationskit kommt, das zeige ich euch gegen Ende des Videos. So, los geht's. Hier ist unsere Blackbox, unser Denshin DAB plus U. Und wir haben hier das USB-Kabel. Und da unten drin ist beim Skoda Fabia FJ der USB-Anschluss. Und genau hier müssen wir hin. Und weil das da drunten alles so flexibel ist, können wir das Kabel direkt da unten rauskommen lassen. Und wir machen jetzt erstmal die Antenne oben rechts an der Windschutzscheibe fest, legen das Kabel an der A-Säule runter, hinterm Handschuhfach rüber und verstauen da auch unseren Denshin DAB plus U und dann fangen wir doch einfach mal an. Zuerst können wir mal den Gummi hier lösen, den Türgummi, ganz vorsichtig nach unten ziehen und komplett lösen. So, jetzt können wir von hier hinten schon mal reingreifen und einen Druck aufbauen und von hinten die Spange lösen. Und unten genau das gleiche. So. Und können das Ganze rausziehen. Unsere Windschutzscheibe machen wir natürlich erstmal fettfrei und sauber. In dem Fall mit Bremsenreiniger oder mit einem anderen fettbefreienden Mittel. Unsere neue Scheiben-DAB-Antenne wird hier fixiert. Und dazu machen wir jetzt mal den Klebeverriegler hier weg, genau, und können das jetzt schön parallel zur Scheibe hier ansetzen, so, nichts passiert. Und jetzt können wir das hier anbringen, so, und das jetzt schön festreiben, parallel zur Scheibe runter, das schaut doch so gut aus, ja, so was Schönes. So, und jetzt haben wir unseren Magnetstreifen hier noch, Magnetstreifen sage ich schon, das ist ein Metallstreifen. Da ist jetzt Kleber drauf, damit der sich nur auf das Metall klebt. Das ist keine Masseverbindung für die Stromversorgung der Elektrik, sondern nur ein Potenzial, ein Massepotenzialausgleich für einen besseren Empfang, damit der ganze Bereich hier von Metall noch mit schirmt und macht, sodass die Antenne besser funktioniert. Und wir können jetzt mit unserem Bitumenband hier runter einen Streifen legen, damit das Band hier fixiert ist. Jetzt nehmen wir das Bitumenband, da langt so ein Streifen hier und den können wir jetzt hier unten reinlegen. Das Loch hier lassen wir mal frei. So, und das Ganze bis ganz runter. Und hier unser Kabel drauf, ruhig hier so eine kleine Schleife lassen und hier runterwärts verlegen. So, das ist schon mal sehr gut. Wir machen es noch besser, indem wir unsere Klebestreifen, die wir in unserem Installationskit mit dazulegen, über das Ganze noch drüber kleben, damit wirklich ja dieses Kabel nicht mehr verrutscht.
Gut. Jetzt sind wir bereits rechts vom Handschuhfach und jetzt können wir den Gummi nochmal ganz wegziehen, weil jetzt sieht man schon, dass man hier sehr gut durchkommt. Ja? Und jetzt kann man das Kabel zumindest mal bis hier rüber ziehen. Was wir jetzt aber vorher noch machen, ist das Kabel ein bisschen zusammen fixieren, weil das ist das Antennenkabel und das dazugehörige Stromkabel. Das können wir ja mal alle 20 cm zusammenbinden, dass das eine Leitung gibt. So, da haben wir es schon durch. Jetzt können wir hier hinten unterhalb des Handschuhfachs das Kabel auf diese Box hochlegen und auch mit Stripes befestigen, und zwar zweimal, dass das da oben bleibt und nicht irgendwann während der Fahrt runterrutschen kann. So, festgeklebt. Auf der anderen Seite hier drüben nochmal und dann ist schon gut. So, und jetzt können wir nochmal weiter rüber gehen und sind schon ganz drüben unter der Verkleidung. Hier unten drin verbirgt sich jetzt noch eine Schraube. Die können wir lösen. Das ist auch eine Torx. So, na, komm raus. So, und jetzt können wir den Deckel so weit auf die Seite machen, dass wir jetzt von unten ganz gemütlich das DAB Plus U samt Verkabelung durchschieben können. Und ja, das machen wir doch jetzt einfach mal. A-Säule können wir jetzt wieder montieren, in die Führung vorne rein, die Clip-Löcher suchen und entsprechend anklippen. Ah, jetzt ja. Klack. Das war's. Genau. Okay, und den Gummi wieder schön fest dran, in die Fuge rein. Unser Stromkabel für die Antenne haben wir ja jetzt bis hier runter auch schon gelegt. Das ist nämlich das hier. Und das müssen wir auf unseren DAB Plus U an unserem Stromanschluss noch mit anschließen. Das ist nämlich der beiliegende Kontaktstecker hier mit dem roten und schwarzen Kabel. Wir brauchen davon das rote Kabel und müssen die zwar jetzt noch verbinden mit einer entsprechenden Quetschverbindung. Das haben wir natürlich hier auch. So. Hier, tacka, tacka. Das schwarze Kabel, wo hier hängt, das tun wir einfach isoliert hier mit auf den Kabelstrang mit drauf machen. Das ist dann einfach weg, brauchen wir nicht. Und jetzt machen wir die Stromverbindung dran und haben die Stromversorgung für unsere Antenne und jetzt auch die Antenne an sich, die wir hier gleich mal anstecken können. Jetzt haben wir unser USB-Kabel noch, das wir hier mit anstecken und entsprechend nachher praktisch bis da hoch, ja, verlängern. Und jetzt müssen wir praktisch das da dran noch schön zusammenbinden und mit Schaumgummi einpacken, damit das nicht zum Klappern anfängt da unten drin, und haben dann schon alles beieinander. Fest, fest, Allgäuer Dialekt, fest machen. Okay, und jetzt können wir die Kabel hier, die überschüssigen, zusammen machen. So, das lassen wir so ein bisschen länger hier, das brauchen wir ja noch. Also machen wir das hier zusammen mit unserem Isolierband. Und das hier, jetzt haben wir ja noch unser Noppenschaum. Den können wir hier schön außen rumziehen und mit unserem Kabelbinder hier befestigen. Das USB-Kabel, das ziehen wir jetzt gleich mal hier oben rum. Das können wir hier hinten durchziehen. Schau mal, hier vorne sind wir schon wieder. Kennt ihr den Platz? Den hatten wir vorhin schon mal. Den kann ich nämlich jetzt hier, ein bisschen Luft brauchen wir noch, ein bisschen einstecken. Halt, andersrum. Tata. Damit ist der jetzt schon dran. Und jetzt kommt das Ganze hier unten schön in diese Hohlräume hier unten rein. Da ist nämlich echt genügend Platz. Und jetzt können wir die Schraube wieder festmachen. Und damit ist das Ganze schon erledigt. So, das war's. So, Radio anschalten, hier auf Media umschalten. Da findet man als Quelle unseren USB-Anschluss. So, jetzt so. USB. Und jetzt scannt er erstmal die ganzen Sender rein, die er findet, um uns die dann zur Verfügung zu stellen. So, jetzt schaltet er auch kurz ab und schaltet die Quelle gleich wieder dazu. Hier auf Auswahl haben wir jetzt alle Sender, die mir so empfangen können, und das ist schon jetzt mal wirklich jede Menge,
unter anderem hier Energy, Ego FM, also hey Gott, einen ganzen Haufen Zeug, Schlagerparadies, mein Lieblingssender. So, das alles kriegt ihr jetzt rein, indem ihr jetzt einfach den anwählt und fertig. So läuft es DAB jetzt im Skoda Fabia 5J. Und macht dir einen ganzen Haufen Spaß. Wenn du jetzt sagst, die DAB-Lösung ist genau das Richtige, was du für dein Auto brauchst, bieten wir dir an, in dem unten aufgeführten Link in unseren vorgefertigten Warenkorb, in unserem Webshop, ein besonderes Angebot. Und zwar bieten wir dir dieses Gerät samt dem Installationskit an. Das gibt es auch wirklich nur über diesen Link bei uns zu kaufen und nicht über Amazon oder sonst was. Und der beinhaltet ja unser Bitumenband, das wir jetzt auch in dem Fall auch in der A-Säulenverkleidung her verwenden haben können oder für sonstige Zwecke im Alltag auch sehr geil sind. Wir haben hier diese sehr hochwertigen Stripe-Bänder, um die Kabel zu befestigen. Die sind sehr, sehr belastungsstabil und auch die kleben richtig geil. Und wir haben den Schaumgummi mit dabei, um das DAB Plus U richtig geil einzuwickeln, damit es nirgendwo klappert und irgendwelche störenden Geräusche von sich gibt. Und natürlich die zwei super langen, hochwertigen Kabelbinder. Das gibt's halt einfach nur bei uns. Mit dieser DAB-Lösung könnt ihr jetzt quasi in ganz, ganz viele Fahrzeuge, wo jetzt noch kein DAB drin haben, DAB so ergänzen. Und wir haben ja jetzt im Hintergrund schon dieses Pfeil aufgespielt, damit es in dem Fahrzeug optimal funktioniert. Das Pfeil, wie man das aufspielt, welches man auswählt, dafür haben wir ja ein spezielles Video auch schon gemacht über den DAB Plus U. Das verlinkt man euch unten auch im Videobeschreibungstext für jemanden, der jetzt sagt, jo, jetzt lege ich los, das mache ich jetzt auch. Und naja, was soll ich sagen? Ich freue mich auf ein Like von Facebook, auf Facebook. Oder ihr könnt uns auf Instagram followern und auf YouTube Kommentare schreiben. Egal, wir sind auf alle sozialen Medien für euch zur Verfügung. Bis bald, euer Olli.